wunderschönes Wetter draußen. Jetzt erstmal eine Runde laufen. Immer so 5 Kilometer oder sowas. Da vorne läuft dann immer ungefähr los. Vielleicht ein bisschen früher, so durch den Wald durch. Und dann über die Brücke. Normalerweise komme ich dann da drüben an. Kilometer. Fertig. Ich habe festgestellt, dass das ganze Essen alle ist. Dann sollen wir ein bisschen was einkaufen. Jetzt, wenn ich das mache, komme ich in dem Laden da vorbei. New Bohemia Wurst und Bierhaus. Ein Fotoshooting, aber diesmal einer mit der Gitarre. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich manche Sachen noch nicht verstehe. Ich komme gerade drüben vom Northeast-Bereich. Und bin jetzt angeblich in der Innenstadt. Und hier sieht es weniger nach Innenstadt aus als irgendwo anders. Wobei vorne natürlich die Kirche kommt, die mitten in der Stadt steht. Na, Kreuzung macht Sinn auch. Die Ampeln hier, das Ampelsystem war richtig geil. Es hat ein Zeichen, das anzeigt, wann man gehen darf. Dann gibt es ein Zeichen, bei dem darf man gehen, dann muss man da aufpassen, ob ein Auto kommt. Und dann gibt es noch eins, wo dann trotzdem alle gehen und irgendwie auch egal ist. Boah, so eine kleine Kirche, Mensch. Moin. Irgendwie ist ja auch gerade erstaunlich leer. Für uns hat man das jetzt gerade. Ich glaube, 7 Uhr oder sowas. Nix los, wä? Was ist das denn? Morgen. Ich war auf jeden Fall schon an schlimmeren Orten, sag ich mal. Der Laden hier vorne ist irgendwie der einzige Supermarkt in der Nähe. Hans und Bayerli ist ein bisschen teurer als so der Durchschnittsdings. Aber macht er erstmal nichts. Egal, es wäre ja nicht das hier. Fertig gekochter und gepellter, ja. Noch nie gesehen in meinem Leben. Würde niemals kaufen. Gute Nacht. Wie bei jedem Mal habe ich jetzt irgendwie 3 Sachen gekauft. Oder 12 Tüten gekriegt, die jetzt alle zu Hause wegschmeißen. Wie gesagt, benutze ich auf jeden Fall keinen Bedarf an Mülltüten. Zum Ende meines Lebens. Wo ist ein Bierhaus? Was steht da? Das haben wir nicht mal in Deutschland. Und der Laden hier ist auch richtig wichtig. Nicht mit fetten Wein, Käse, Bier und alles. Ich guck jetzt auch mal rein. Vielleicht kann ich ja irgendwas mitnehmen. Irgendwas erwerben. Das eigentliche Problem ist halt, dass jedes Mal, wenn ich in dem Laden einkaufen war, kaum meine Einkäufe wieder nach Hause kriege. Ja, komm mit der Scheiß, es geht los, ja. Ganz wichtig beim Kochen, Whisky, Fireball Whisky, das ist Whisky mit Zimtgeschmack. Hab ich vorher auch noch nie getrunken, aber schmeckt zusammen mit Ginger Beer und ein bisschen Limettensaft richtig nice. Zuerst eine ordentliche Knarre Butter, Zwiebeln, mehr Zwiebeln. Fette Knarre Knoblauch gibt's auch noch oben drauf. Die Verdauung ordentlich angeregt wird nachher. So, jetzt wird die ganze Kanüle hier abgelöscht. Mit ein bisschen, natürlich nicht mit Wein, sondern mit Whisky. Und Wein. Sonst nämlich folgender. Der Zimt-Whisky hat eigentlich nur den geilen Geschmack. Das ist halt ein bisschen süß. Und dann noch scharf. Und ganz leicht. Wenn ich zur Tomatensauce ganz gut passt. Schmeckt eigentlich echt geil, das Zeug. Werde ich auf jeden Fall eine Flasche mitbringen, wenn ich hier da bin. Wenn ihr irgendwie Bock hat, sich den mal reinzuziehen, ich packe den Link unten in die Beschreibung rein. Und dann könnt ihr euch den mal angucken. So eine Rutsche, geschälte Tomaten drauf. So, so sieht das dann am Ende aus. Das werde ich mir jetzt gleich ins Gesicht stecken. Mit einem gemütlichen Glas Wein dazu. Und nebenbei überlegen, wie die nächsten Videos aussehen können. Danke fürs Zuschauen. Ciao.